Hallo, vielen Dank. Ja, ein ganz, ganz neues Thema. Eigentlich schließt es sich natürlich ziemlich nah an den Tobias an und auch an den Open Web Globe an und passt vielleicht irgendwo dazwischen. Ich habe übrigens ganz bewusst das 3D mittlerweile herausgenommen, weil wir eher von einer 2,5D-Darstellung sprechen. Werden Sie gleich sehen. Worum geht es dabei? Das ist ja furchtbar. Kriegen wir ein Vollbild hin? Ja. So, worum geht es dabei? Es geht weniger darum, hier eine komplette 3D-Welt aufzubauen, beziehungsweise ein Geländemodell aufzubauen. Ziel ist eher, vorhandene Karten, Webkarten, die man in Websites einbinden kann, relativ einfach zu erweitern, um eine plastische Gebäudedarstellung. Das Ganze mit möglichst wenig Aufwand zu betreiben, ohne dass man da jetzt wahnsinnig viel Kenntnisse braucht. Und das Ganze auch möglichst schnell zum Laufen zu bekommen. Idealerweise sind dafür keine speziellen Datenbanken im Backend nötig. Einfach, das Ganze soll idealerweise als kleines Plugin zu Ihrer vorhandenen Webkarte laufen. Schöner Nebeneffekt, der sich hieraus ergeben hat, das Ganze ist lauffähig auf so ziemlich allen Mobilgeräten. Ich schließe da mal jetzt die iOS-Geräte mit ein. WebGL ist ja da immer noch so ein etwas kritisches Thema. Das ganze System bedient sich nicht WebGL. Es ist sehr stark in der Technik, sehr stark 2D-orientiert. Wird man kaum merken, hoffe ich. Und kann dadurch dann einige Schwierigkeiten, die bei WebGL auftreten würden, sehr gut umgehen. Das, was Sie da im Hintergrund sehen, ist tatsächlich schon eine der möglichen Darstellungsformen. Der Browser ist mir wohlgesonnen, okay. Wir haben zum einen, ja, man sieht es etwas, links oben so das normale Layout, was Ihnen da normal begegnen wird. Das heißt, Gebäudegrundrissformen sind zumindest herausgearbeitet. Gebäude, die aus mehreren Elementen bestehen, sind auch herausgearbeitet. Gebäudefarben, Materialien etc. werden da alle schon mit angezeigt. Ich zeige Ihnen das gleich noch in der Praxis, da hat man dann ein bisschen mehr davon. Es gibt noch dazugehörig einen 3D-Modus, der eigentlich genau das Gleiche tut, aber eben zweimal etwas versetzt rechnet und entsprechend mit einer farbigen Brille betrachtbar ist, so dass man dann auch einen sehr, sehr schönen räumlichen Effekt erhält. Oder das, was Sie auf der Titelseite gesehen haben, also auf der Titelfolie gesehen haben, diesen Freihandmodus, der so ein bisschen unsauber gerechnet ist, der eher so einen Illustrationscharakter hat. Sofern mich der Browser jetzt nicht verlässt, wechseln wir mal hier hin, jawohl, sehr schön. Wir befinden uns jetzt hier ganz normal auf der Website. Gucken wir mal rein. Ja, das funktioniert soweit auch ganz gut. Wir haben hier also eine ganz normale Karte von Leaflet und mit Mapbox-Teils im Hintergrund. Da ist nichts Besonderes dabei. Und da ist jetzt einfach OSM Buildings als weitere Ebene mit draufgelegt. Können wir mal so ein bisschen hier rumfahren. So, die Daten werden hier auch teilweise gecached. Sieht man eben an den Sachen, die schon quasi präsent sind und teilweise nachgeladen. Hier sind auch Datenteils im Hintergrund. Das sind allerdings nicht die klassischen Map-Teils, die man kennt, die also pro Zoom-Level immer die gleiche Größe haben, sondern da wir hier mit Vektordaten arbeiten, werden die einfach nur in einer Zoom-Stufe, in einer bestimmten Größe geladen und können dann, wenn man reinzoomt, direkt wieder dargestellt werden. So, wie komme ich jetzt hier raus? Tja. Nein. Nein, ich hätte jetzt einen Rechtsklick oder beziehungsweise Mausrad, ist ja hier so eine, gucken wir mal. Ja. Und was? Ich hätte jetzt einfach nur ein bisschen zoomen wollen, also rauszoomen wollen. Das verlässt mich jetzt hier so ein bisschen, es sei denn, jemand kennt sich da aus. Vielleicht klappt Minus. Ha, Überraschung. Okay. Ja. Das war jetzt ein bisschen zu viel des Aufgeräumten in der Benutzeroberfläche. Ich bin da leider jetzt verloren. Gut, jetzt versuchen wir mal. Die Suche war relativ gut. Aha, oder auch nicht. Die Luxemburger Straße hatte ich gehofft. Schauen wir mal. Nein, gut. Oder auch nicht gut. Dann müssen wir das nochmal manuell versuchen, da hinzukommen. Ich wollte jetzt einfach mal demonstrieren, wie schön hier die Gebäude aussehen, die da getaggt wurden.
So. Korrigieren, wenn ich hier irgendwo zu langsam bin, korrigieren Sie mich. Da sind wir noch ein Stück weg. Okay. Ja, jetzt hat er natürlich eine ganze Menge zu laden. Und ich hätte die Luxemburger Straße schon aufmachen sollen. Okay, jetzt muss man natürlich bedenken, jedes kleine Element, was Sie hier sehen, wird jetzt direkt auch nachgeladen. Während er hier arbeitet, kann ich vielleicht dazu noch ein paar kleine Details nennen. Die Daten selbst müssen hier nicht vorab aufbereitet werden. Also wie schon gesagt, keine Datenbank im Hintergrund, sondern alles, was wir hier laden, kommt direkt aus OpenStreetMaps. Ich mache mir hier mittlerweile auch nicht mehr die Arbeit, das Ganze noch irgendwie vorzuverarbeiten, weil es einfach viel zu zeitaufwendig ist und auch nie aktuell ist. Da kommt mir jetzt sehr gelegen die Overpass-API, die direkte Echtzeitabfragen erlaubt, die ich auch noch eingrenzen kann auf Gebäudeinformationen, also so, dass hier nicht irgendwelche Straßen oder irgendwas mit runtergeladen werden. Und die mir auch erlaubt, nur einen ganz gewissen Ausschnitt immer wieder zu laden. Diese Ausschnitte halte ich auch immer identisch von Benutzer zu Benutzer. Das heißt, die Abfragen sind idealerweise auf Seiten der Overpass-API auch gut zu cachen. Also hier findet kein individuelles Map-Rendering statt. So, jetzt müsste ich noch mal mich hier irgendwie mal annähern. Wo sind wir denn? Wedding sieht schon mal ganz gut aus. Noch ein bisschen nach links unten, ne? Sagen wir mal nach Südwesten. Ja, ich sehe sie. Okay, gut, danke. So, jetzt sehen wir, wie eindrucksvoll das hier gemappt ist. Gut, Sie haben mich verstanden. Sehr schön, danke. Es hat schon natürlich einen gewissen Detailgrad. Also wir können sogar mit Multipolygonen umgehen. Da tun sich immer einige ein bisschen schwer daran. Das heißt, Elemente, wo wir hier Löcher drin haben. Das Problem ist aber eher, das sieht jetzt nicht besonders attraktiv aus. Also hier fehlt so ein bisschen die Gebäudehöhe. Das Problem, was die anderen auch alle haben, wenn sie nicht hinterlegt ist, muss man sich was überlegen. In dem Fall nehme ich auch natürlich eine Standardhöhe an und muss jetzt damit erstmal leben, muss auch mit dieser schönen Gebäudefarbe erstmal leben, wobei die vielleicht fast realistisch ist. Müssen wir mal gucken. Ja, okay. Also erstmal dieses Beispiel. Ich hoffe, wir kriegen ein viel schöneres geöffnet. Jawohl, das funktioniert sogar auf Deutsch. Hier haben sich scheinbar erst in den letzten Wochen, jedenfalls für mich gefühlt in den letzten Wochen, die polnischen Mapper sehr, sehr viel Mühe gegeben. Also wir haben wahnsinnig viele Farben drin, wir haben sehr, sehr detaillierte Formen drin. Das Ganze macht natürlich schon ein bisschen was her. Und so, ich hoffe, ja. Ich kann also hier auch hoffentlich so ein bisschen diesen dreidimensionalen Effekt vermitteln, den wir da erreichen. Gehen wir nochmal ein bisschen rein. Mit Plus. Okay. So. Wir haben jetzt auch das Glück, dass sich das Ganze hier noch zur Tageszeit abspielt. Das heißt also auch der Schattenwurf ist jetzt noch präsent. Der ist tageszeitabhängig und auch sonnenstandsabhängig entsprechend. Das kann ich gleich noch mal in einem anderen Beispiel zeigen. Und ich muss es vielleicht noch mal dazu sagen, wir sind hier nicht im Bereich WebGL. Es sind nach wie vor alles zweidimensionale Figuren, die hier gezeichnet werden. So, dann versuche ich Ihnen jetzt mal noch schnell den Schatten zu demonstrieren. Ich bleibe einfach möglichst an dieser Position, sofern mich jetzt die Technik nicht verlässt. Das ist jetzt mal speziell vorbereitet, damit wir hier auch ein bisschen an den Werten drehen können. Und die Technik verlässt mich. Mal gucken. Doch, da kommt's. Okay. Da sind wir wieder. So, das Ganze poppt nicht einfach nur rein, sondern bewegt sich wenigstens ein bisschen, um angenehm auszusehen. Und was ich jetzt hier mal zum Test mit eingesetzt habe, ist eben so ein kleiner Regler fürs Datum. Das heißt, wir sehen eben schon entsprechend, in welchem Monat wir uns befinden, haben wir natürlich einen unterschiedlichen Schattenwurf und natürlich auch tageszeitabhängig. Das springt jetzt erstmal nur in größeren Schritten, aber das könnte man natürlich anders gestalten. So, hier müsste eigentlich auch noch mal ein kleiner Sprung erfolgen. Sehen wir ihn? Hier, sehen Sie diesen Sprung? Zeitumstellung. Ja? Ist so. Also es sind schon realistische Annahmen bzw. Formeln dahinter, die ich selber nicht erfunden habe. Also um Gottes Willen. Okay, vielleicht noch eins ganz kurz zu dem Hand.
diesem handgezeichneten Modus. Ja, schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Vielleicht so. Ja. Irgendwie. Ja, doch, kommt. So. Okay. Das Ganze ist erheblich langsamer. Offensichtlich, ganz offensichtlich. Das ist ein bisschen dem geschuldet, dass wir hier in diesem Moment nicht einfach nur gerade Linien ziehen können bei den Gebäudekanten, sondern auch die Kurven tatsächlich erst berechnet werden müssen. Es ist allerdings auch noch sehr optimierungswürdig. Also da geht noch eine ganze Menge. Soll jetzt erstmal nur zur Demonstration dienen, was man so machen kann. So, also hier nochmal. Ja. Könnte ich vielleicht gezeichnet haben, vielleicht. Okay. So, das gibt Ihnen hoffentlich so einen ganz kleinen Einblick, was erstmal das Ganze kann. Nun gucken wir mal weiter, ob das geht. Ja, es geht. Wie man das Ganze integriert, das sind jetzt tatsächlich doch noch ein paar Zeilen weniger als beim Open Web Globe. Jetzt bin ich mal gemein, aber es steckt auch schon sehr viel im Hintergrund drin. Ich würde sagen, in dem Fall sind es eigentlich nur noch zwei Zeilen. Wir binden also einmal im Codebeispiel das OSM Building selbst ein als Skript, erzeugen uns unten eine Karte und in der letzten Programmzeile wird dann eigentlich OSM Buildings nur noch mit dieser Karte verknüpft. Und dann ist die Sache schon fertig. Das Ganze gestaltet sich sehr ähnlich mit Open Layers, glücklicherweise. Mit ArcGIS sieht es schon etwas anders aus, sehr viel komplexer, ist auch momentan vom Entwicklungsstand eher so experimentell, würde ich mal vorsichtig sagen. Der Bedarf ist aber auch schlicht und einfach nicht da derzeit. Ja, ach so, hier ist es auch noch erwähnt, dass die Funktionen, die man sonst so auf seiner Karte, in seiner Website haben könnte, wie zum Beispiel eben eine Suchfunktion, so ein bisschen hatten wir das eben schon gesehen, oder eine Routing-Funktion, wo vielleicht Vektorinformationen gezeichnet werden, die kommen nicht in Konflikt mit OSM-Buildings, da hier einfach nur eine weitere Schicht oben drauf liegt. Also wo auch immer man die Schichten platzieren möchte, sollten keine Konflikte auftreten. So, noch zum Trick, ja, was steckt eigentlich jetzt hinter dem 2D und eben dem Nicht-Verwenden von WebGL? Hier ist es so, wie schon gesagt, jegliche 3D- oder 3D-ähnlichen Operationen finden im Client statt. Die Daten, die aus OSM kommen, sind in dem Fall ja nur Polygone, ganz logischerweise flache Objekte, die im Idealfall noch eine Höheninformation eben haben. Das hoffe ich, geht hier so ein bisschen hervor. Wir haben zum einen den Polygon und könnten jetzt mit dieser Höheninformation die komplette Dachlinie rekonstruieren, clientseitig, indem man einfach die Höhe an jeden einzelnen Punkt oder auf jeden einzelnen Punkt anwendet und dann entsprechend diese Linie bilden kann. Das kann man selbstverständlich serverseitig tun. Es ist aber eine so einfache Operation, die selbstverständlich auch im Client geht. Matrix-Operationen habe ich auch nochmal erwähnt, für die Mathematikfreunde unter Ihnen. Normalerweise eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Wenn man davon ausgeht, dass so ein Modell in jede Richtung drehbar ist, auch in alle möglichen Richtungen verschiebbar ist, das ist hier alles gar nicht der Fall. So nett es auch aussieht, die eigentlichen Bewegungsmöglichkeiten sind gar nicht so groß. Wir haben ja also nur ein Verschieben in XY-Richtung. Dadurch lassen sich sämtliche Rechenoperationen drastisch vereinfachen. So, ah ja, noch ein schönes Beispiel aus der 2D gegenüber der 3D-Welt. Alle, die es schon kennen, bitte schweigen. Speziell du. immer so, ist nur ein kleines Anwendungsbeispiel, wie sich das gegeneinander verhält. Zum einen, wenn man in WebGL oder in irgendeiner 3D-Engine einen runden Körper modellieren möchte und den sehr, sehr fein und detailliert darstellen möchte, also nicht irgendein Sechseck oder ein Achteck in der Grundfläche, braucht man in der Regel sehr, sehr viele Flächen. Was natürlich auch sehr viele Berechnungen erfordert, da jede einzelne Fläche irgendwo im Raum platziert werden muss. Das kann ich mir hier ein bisschen leichter machen, da eben es zwar wie 3D aussieht, sich aber eben intern ja wie 2D anfühlt, sagen wir mal. Da kann ich etwas reduzieren, die Zahl der Flächen also doch um ein ganzes Stück reduzieren. Und was denken Sie denn, wie viele Flächen da jetzt zum Einsatz kommen, um einen Zylinder in OSM-Buildings so detailliert darzustellen. So.
Jein, kann ich aber gleich noch was zu sagen. Stimmt schon, stimmt schon. So, ja, ich habe so irgendwas hier eine 3 gehört. Was sagen Sie? Eine 2? Eine 2? 2? Ja, gut. Also gut gesehen, sehr schön. Es ist tatsächlich eben nur die Dachfläche und zur gedachten Grundfläche nochmal alles andere, was das ausfüllt, was die Tangenten dazwischen ausfällt. Das bedeutet, dass ein bisschen Rechentricks natürlich nötig sind und vielleicht auch ein bisschen Geometrieverständnis. Aber letzten Endes lässt es sich sehr schnell machen. Zum Tagging noch, ich gehe davon aus, dass die Objekte dann auch als Zylinder definiert sein müssen. Da interessiert mich dann... Da gibt es was, Building Shape gibt es. Das hilft mir. Ja, so. Gut, dann müssen wir uns etwas beeilen. Ich habe schon eine Warnung erhalten. Kurz zu den Datenquellen nochmal. Ich habe zum Glück ja schon was zu OSM und Overpass erzählt. Das ist dann das Format, was eben OSM zur Verfügung stellt, also ein etwas spezielles JSON-Format, was ich verwenden kann. Ich kann aber auch das ganz klassische GeoJSON verwenden. Ich hoffe, Sie sind damit vertraut. Ich denke mal. Was zum Beispiel CartoDB anbietet. Ich erwähne das jetzt mal extra, weil das eine einfache Möglichkeit ist, sage ich mal, im Web eine Datenbank zum Laufen zu bekommen. Kann auch irgendeine ganz andere Quelle sein. Wenn Sie da selber eine Datenbank haben, gerne. Andere Quellen sind möglich. Hier gestrichelt angedeutet, es wird auch für OSM Buildings, auch aus der Idee heraus, ist angedacht, so eine Art Gebäuderepository zu erstellen, wo einfach ganz verschiedene Quellen mit hereinfließen können und dann angeboten werden als GeoJSON-Tiles. Das bietet den Vorteil, dass sämtliche Open, also idealerweise sämtliche Open-Data-Quellen, die einem so jetzt zur Verfügung stehen, künftig zur Verfügung stehen, mitverarbeitet werden können. Die Formate wären uns dann in dem Fall erstmal egal, die werden konvertiert. Wir erhalten hiermit zwar schon nochmal einen serverseitigen Schritt dazu, künftig, können aber das Ganze dann so optimieren, wie es benötigt wird. Ich habe da übrigens auch studentische Mithilfe, habe so sozusagen mein eigenes grünes Männchen, was mich da unterstützt. Ahorn, Dankeschön übrigens. Also das Thema ist im Gange. So, ja, wir nähern uns dem Ende, gut. Und zwar, wie man schon gesehen hat, der Anspruch auf Fotorealismus ist nicht vorhanden. Wir haben da ja, von den großen kommerziellen gibt es natürlich Ansichten, die tatsächlich ja, wie echt aussehen, wo man natürlich sich dann schon überlegen muss, wo ist der tatsächliche Nutzwert, außer natürlich einen sehr, sehr schönen Show-Effekt. Die Richtung strebt OSM nicht an. Die Karte soll auch nicht neu erfunden werden, ja. Das heißt, es ist im Moment nicht der Anspruch vorhanden, Straßen neu zu zeichnen, Bäume zu zeichnen. Es geht eher darum, tatsächlich nur die Gebäude zunächst mal zu zeigen. Schattenwürfe haben Sie schon gesehen. So, OSM to World, ja, das erwähne ich sehr, sehr gerne. Wir haben uns schon vielseitig ausgetauscht darüber. Da unten auch ein Beispielbild. Ich hoffe, es ist so einigermaßen aktuell. Kann man sicher besser machen, aber ich glaube, in ganz, ganz vielen Dingen und in ganz vielen Ideen sind wir nahe beieinander. Von daher nehme ich das gerne mit auf. Und ja, gemeinsame Standards, da wollen wir hin. Vielleicht morgen. Schauen wir mal, was wir da bewegen können. Bin ich gerne dabei. So, noch einen ganz kleinen Ausblick, der ist, ja, mal schauen, der ist jetzt noch nicht so konkret, wie es vielleicht sein könnte. Andere Kartensysteme, das ist klar, da ist einiges schon in Arbeit, also das erwähnte ArcGIS, schauen wir mal, wie da eben die Nachfrage jeweils ist. Es gibt eben durchaus auch kommerzielle Anfragen zur Nutzung. Die Dachformen sind schon ein lange ja, vorhandenes Thema, das wird zumindest jetzt einige Formen mal geben demnächst noch. Grafische Effekte haben wir schon ein bisschen was gesehen. Da schwebt mir auch noch einiges vor, was man da machen kann. Kooperation mit WebGL-Projekten wird auf der aktuellen Codebasis schwierig werden, weil eben der Unterschied sehr, sehr groß ist. Ich denke aber auch, dass man sich da öffnen kann und einfach mal vielleicht neue Wege gehen kann in der nächsten Zeit. Das Indoor-Mapping führe ich hier noch mit auf, ist jetzt schon eine Weile hier auch noch ein Thema. Auf der gleichen Engine habe ich sozusagen mal experimentell einen Gebäudegrundriss gemacht, hergestellt, der sich auch 3D frei im Raum drehen lässt. Ich hoffe, den Link dazu habe ich und dann komme ich auch zum Ende. Wenn er jetzt hier nicht bei ist, dann werde ich ihn zumindest kurzfristig auf Twitter mal veröffentlichen. Alles, ja, alles, was hier halbwegs relevant war, habe ich noch mit aufgeführt und ja, informieren Sie sich dann gerne. Ja, recht vielen Dank. Gibt es Fragen? Ja.
Achso. Ja, der Tobias erwähnte gerade, dass Sie Höhenmodelle mit reinnehmen wollen oder auch schon tun. Wollt ihr das auch machen? Gibt es da Ansätze zu? Nicht ernsthaft, da wir immer eine flache Grundfläche haben und die auch tatsächlich in 90 Grad betrachten. Aber man könnte ja schon die Gebäudehöhen relativ zueinander am Hang. Das würde gehen. Man könnte vielleicht auch mit Schattierung noch arbeiten, dass man eben das einfach mal andeutet. Ich könnte mir vorstellen, zum jetzigen Stand der Technik, dass da einfach die Performance noch fehlt. Man müsste dann vielleicht doch mal über WebGL nachdenken. Weitere Fragen? Falls Dachformen hinzukommen, soll das dann weiterhin alles im Client bleiben oder würde das dann vorgerechnet werden unter Umständen? Das ist eine gute Frage. Die Dachformen können ja extrem komplex werden. Ich glaube, dass das auch ein Punkt wäre fürs Vorberechnen. Eindeutig. Vielleicht kann man das verbinden mit einem Repository, vielleicht mit den Open Building Models, dass man einfach dort entsprechend erweiterte Modelle hinterlegt. Ich kann mir momentan nicht vorstellen, das für jedes einzelne Dach zu tun. Also generell wird man dann eine Annahme treffen einfach. So, wir haben noch 1-2 Minuten. Fällt jemand noch eine Frage ein? Gut. Gut, dann nochmal recht herzlichen Dank. Ich danke auch.